Der Anfang vom Ende des fossilen Zeitalters, das dritte Kapitel. Öl, die fossile Leitwährung. Ich werde heute Abend jetzt nur auf Öl eingehen. Wir können ja in der Diskussion die anderen fossilen Energieträger dann auch noch ansprechen. Kohle, Gas, aber auch nuklear, wenn das gewünscht ist. Wie sehen die Szenarien der Internationalen Energieagentur aus? Das ist sozusagen sind die Chefideologen der Energiewirtschaft der OECD-Länder. Die sitzen in Paris, machen jedes Jahr einen schönen, dicken Bericht und machen Projektionen über die nächsten Jahrzehnte. Und was Sie hier sehen, braucht es gar nicht genau anschauen. Man sieht die verschiedenen Energieträger, erneuerbare Biomasse, Erdgas, Kohle, Erdöl. Der wichtigste und größte ist Erdöl. Und wenn Sie sich die Zukunft anschauen, über die nächsten zwei Jahrzehnte bis Mitte der 30er Jahre, dann sehen Sie, alles steigt irgendwie. Öl ist deswegen so wichtig, weil er der Treiber des Verkehrs ist, der praktisch vollständig vom Öl abhängig ist. Lebensstil und Wirtschaftsweise der industrialisierten Welt hängen am Öl. Daher ist Öl quasi die fossile Leitwährung. Was Sie hier sehen in dieser einen Folie, ist eigentlich eine kurze Geschichte des Ölverbrauchs, der Ölfunde. Dieses helle Gebirge gibt die Mengen an, die man an Öl gefunden hat unter dem Festland. Auf der Ordinate, auf dieser Y-Achse, sehen Sie Gigabarrel, das sind Milliarden Barrel. Das Barrel sind die berühmten 149 Liter. Und Sie sehen, dass man die größten Ölfelder vor Jahrzehnten gefunden hat. Also Burgan in Kuwait und Gawa in Saudi-Arabien 1948, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Und das dunkle Gebirge ist das Öl, das man dann sehr viel später unter dem Meeresboden gefunden hat, offshore. Und diese dicke schwarze Linie zeigt die Ölförderung und den Ölverbrauch. Und Sie sehen, dass ungefähr seit den 1980er Jahren jedes Jahr tendenziell mehr verbraucht wird, als neu gefunden wird. Und es ist ganz klar, und da braucht man von Öl nichts verstehen und von sonst auch nichts, dass ein Maximum der Funde natürlich irgendwann ein Maximum der Förderung folgen muss. Die Frage ist nur, wann das ist. Und wir sagen, das ist jetzt in etwa. Peak Oil ist jetzt, ich gehe da jetzt durch. Hier vielleicht noch eine Folie, die ganz kurz. Hier sehen Sie die Ölförderung der größten börsennotierten westlichen Unternehmen, also ExxonMobil, Shell, BP, Total und wie sie alle heißen. Und was Sie da sehen, ist, dass sie ihr gemeinsames Fördermaximum im Jahr 2004 hatten und dass seitdem die Förderung all dieser großen Firmen, die behaupten, es gibt beliebig viel Öl und es wird alles steigen. Was ihre eigene Förderung angeht, sieht es da schlecht aus. Seitdem ist sie um 25% gesunken. Und obwohl die größten Firmen ihre Aufwendungen für heißt das schön auf Englisch, Exploration and Production, also für das Auffinden und für das Fördern von Öl, verdreifacht haben, ist ihre Ölförderung gesunken. Das heißt, wir sind an einer Zeitenwende. Welches Szenario haben wir? Das ist jetzt ein Szenario, das in der Ludwig-Boelcke-Systemtechnik gemacht wurde für die Energy Watch Group. Wir sind jetzt auf einem Plateau seit ungefähr dem Jahr 2004. Dann ist in den letzten Jahren nicht konventionelles Öl aus Fracking in Nordamerika dazugekommen. Das ist der einzige Anstieg, den es weltweit gibt. Das wird aber nicht lange so bleiben. Und dann wird in der Tat auch die weltweite Ölförderung zurückgehen und bis zum Jahr 2030 deutlich zurückgehen. Und natürlich ist das ein dramatischer Wandel, weil wir sind gewöhnt gewesen, jedes Jahr ein bisschen mehr und müssen uns dann plötzlich daran gewöhnen, jedes Jahr ein bisschen weniger. Und das ist etwas, worauf die Welt nicht eingestellt ist, unser Wirtschaftssystem nicht eingestellt ist. Was bedeutet Peak Oil, dieser Höhepunkt der weltweiten Ölförderung? Er bedeutet das Ende von Business as usual.
Es kommt die auf fossilen Energien basierende Wirtschaftsweise an den Anfang vom Ende. Ich habe schon gesagt, ungefähr Mitte des letzten Jahrzehnts. Die Versuche, dieses fossil-nukleare Zeitalter zu verlängern, sind zum Scheitern verurteilt. Der Hype um unkonventionelles Öl und Gas in den USA, der etwa seit 2008 begonnen hat, der wird in Kürze in sich zusammenfallen. Wenn Sie die Zeitung aufmerksam lesen, dann sehen Sie schon, dass plötzlich andere Töne vorkommen als noch vor kurzem. Als erstes wird der moderne vom Öl abhängige Verkehr betroffen sein. Und wer genau hinschaut, der kann die Krisensymptome ja schon sehen. Die Krisen entfalten sich ja. Die um den Globus wabernde Krise der Automobilindustrie, die Krise der Containerverkehre, der Frachtschiffe. Falls jemand von Ihnen einen Schiffsfonds hat, dann weiß er, wovon ich rede. Die Krise der Luftfahrt, einschließlich der Luftfracht. Und wenn Sie die Fusionitis sehen, der Airlines und so weiter, dann wissen Sie immer, wenn die Fusionitis in einer Branche ausbricht, dann gibt es ein Problem. Aber wir haben bisher nur vom Öl gesprochen. In Wirklichkeit sind wir konfrontiert mit einer Vielzahl von Krisen, multiple Krisen. Der Klimawandel ändert die Lebensbedingungen bereits in vielen Regionen der Erde. Landgrabbing, plötzlich als weiteres Krisensystem, Landraub, plötzlich auch im Deutschen. Silvia Liebrich von der Süddeutschen Zeitung hat große Verdienste, dieses Thema im deutschen Sprachraum zu promoten. Das reale Wirtschaftswachstum nimmt immer mehr ab, seit den 1970er Jahren, dem Ende eigentlich dieser großen Akzeleration. Von Dekade zu Dekade nimmt das reale Wirtschaftswachstum in den frühindustrialisierten Ländern ab. Stattdessen wachsen innovative Finanzprodukte, was immer das ist. Kenneth Galbraith, ein amerikanischer Nationalökonom, den ich sehr schätze, der sehr alt geworden ist, aber vor etlichen Jahren auch schon gestorben ist, der hat gesagt, Innovationen im Finanzsektor gibt es nicht. Entweder sie sind keine oder sie sind Betrug. Und die einzige Innovation, die er kennt, ist der Geldautomat. So. Die sozialen Verwerfungen nehmen zu und damit die Spaltungen auch der industrialisierten Gesellschaften in Arm und Reich. Wir haben die Degradation der Böden und all diese anderen Dinge, auf die ich hier gar nicht eingehen möchte. Das heißt, was wir gerade erleben, sind die Folgen des Erfolgs. Weil dieses westliche Entwicklungsmodell, das beruht auf reichlicher und billiger Energie, so dynamisch war, so attraktiv war, ist es nachgeahmt worden und diese Nachahmung hat sich dann in immer schnelleren Abfolgen vollzogen. Japan, Südkorea, China, jedes dieser Regionen, die sich dann später industrialisiert haben, haben diesen Prozess in viel größerer Geschwindigkeit vollzogen. Aber weil das Entwicklungsmodell so erfolgreich war, kommt es eben umso schneller an ein Ende. Peak Oil markiert den Anfang vom Ende des nicht nachhaltigen Ressourcenverbrauchs. Dieses Entwicklungsmodell ist nicht verallgemeinerbar, nicht für alle Menschen auf der Welt, nicht für künftige Generationen. Und die triviale Pointe ist, es geht nicht so weiter, weil es nicht so weitergehen kann. Damit sind wir bei der großen Transformation. Da muss man ein bisschen ausholen zu diesem Verständnis. Die große Transformation ist unvermeidlich und sie beginnt jetzt. Und da ist auch nichts Voluntaristisches dabei. So als hätten wir die Wahl, es auch bleiben zu lassen. Und wir haben da auch eine andere Position als der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen, der WBGU, der vor 2 Jahren ein großes Gutachten, eine große Studie zur großen Transformation vorgelegt hat,
die im Wesentlichen mit dem Klimawandel begründet und sagt, wir brauchen sozusagen einen politischen Vertrag. Wir müssen beschließen, dass wir in diese Transformation einsteigen. Da gibt es nichts zu beschließen. Diese Transformation kommt. Die Umbrüche sind so grundlegend, weil sie die bisherigen Grundlagen und Voraussetzungen unseres Lebens und unserer Wirtschaftsweise, weil die wegbrechen. Das ist ein absoluter Strukturbruch und daher auch ist diese Bezeichnung einer großen Transformation gerechtfertigt. Der Begriff ist ursprünglich geprägt worden für die Umwälzungen in der englischen Gesellschaft in einem bahnbrechenden Werk von Polanyi. Diese große Transformation ist eine eigene Phase mit eigenen Regeln und Abläufen. Sie wird sich grundlegend unterscheiden von der Zeit vorher und sie wird sich grundlegend unterscheiden von der Zeit nachher. Aber sie ist stark geprägt von den Pfaden der Vergangenheit, nämlich das physische und mentale Erbe der fossilen und nuklearen Energienutzung. Es zeigt sich in den Verkehrsinfrastrukturen, die wir aufgebaut haben. Es zeigt sich in den Energienutzungsstrukturen, die wir aufgebaut haben und in vielen anderen Bereichen. Es zeigt sich in den Sozialsystemen, wie die ausgelegt sind. Es zeigt sich in den Staatshaushalten, wie all diese Dinge finanziert werden. All das hängt letztlich auch an diesem Energieregime, dem fossilen Energieregime. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, wie wir in diese Situation gekommen sind, was die Voraussetzungen waren für das System, in dem wir uns im Augenblick noch befinden, damit wir einen adäquaten Zugang, einen richtigen Umgang finden mit dieser anstehenden großen Transformation. Und man kann diese Phase nicht einfach überspringen und sich nur der Frage zuwenden, wie wird, soll es danach aussehen? Das heißt natürlich nicht, dass es nicht wichtig ist, sich auch diese Fragen zu stellen. Nur das Überspringen dieser Phase ist nicht zielführend, denn das physische und mentale Erbe gibt die Randbedingungen vor, in denen die große Transformation ihre Wirkung entfaltet. Und gleichzeitig gibt sie vor, wo und wie gestaltet werden kann und wo gestaltet werden muss. Und obwohl es keinen Masterplan für diese Transformation geben kann, können und müssen die Handlungsfelder identifiziert werden. Das Überspringen, sehr beliebt. Beispiel für mich ist diese Debatte um die Postwachstumsgesellschaft. Es werden Entwicklungen von Visionen für den dann erreichten Zustand gemacht. Aber die Frage, wie kommen wir von hier nach da, diese Frage wird eher nicht gestellt. Aber diese Frage ist mindestens so wichtig. Und die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen in Südeuropa zeigen das ja eindrücklich. Das Wachstum ist weg und es ist eben nicht plötzlich alles gut. Das heißt, die große Transformation ist eine Gestaltungsaufgabe. Die Umbrüche erzwingen sich und lösen wirtschaftliche und soziale Verwerfungen aus. Wir können das nicht vermeiden, aber wir können es gestalten. Und die Gestaltung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ziel dieser Gestaltung muss es sein, die Transformation sozialverträglich und gerecht zu gestalten, soweit das irgend möglich ist. Dazu müssen wir die Situation verstehen. Und es gibt eine ganz einfache Leitlinie, nämlich wir müssen uns von nicht nachhaltigen Strukturen, die wir als nicht nachhaltig erkannt haben, proaktiv verabschieden in allen Bereichen. Und wir reden immer sehr viel lieber von Nicht-Nachhaltigkeit als von Nachhaltigkeit, weil nachhaltig ist inzwischen alles. Ja? Und mit Nachhaltigkeit kann man alles Mögliche greenwashen. Mit Nicht-Nachhaltigkeit kann man nichts greenwashen. Ich habe jedenfalls noch kein Beispiel gefunden, wo einem das gelungen ist. Das heißt, politisch gesetzte Rahmenbedingungen müssen aufhören, nicht nachhaltige Strukturen zu fördern und zu bewahren. Was wir im Augenblick erleben mit der Kohle ist genau das Gegenteil. Es gilt auch für unternehmerische strategische Entscheidungen. Es gilt für private Entscheidungen, Wohnen, Mobilität, Konsum etc. Aber die große Transformation ist auch eine Chance. Die Zukunft ist prinzipiell offen und kann in den Grenzen
der Planetary Boundaries, der Naturgesetze, dessen, in deren wir uns bewegen müssen, neu gestaltet werden. Gemeinhin wird diese Abkehr von den fossilen Energien negativ bewertet. Das löst Business as usual, Abschied von Business as usual, löst Verlustängste aus. Klar, das, was wir haben, das kennen wir, das Neue kennen wir nicht. Aber Business as usual ist eine Sackgasse. Andererseits ist die große Transformation der Beginn von etwas Neuem. Es eröffnen sich neue Chancen, politisch, unternehmerisch, privat. Diese Chancen gilt es zu nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.